Und ich hab mich so rumgemacht. Das geht ja in Sekunden. Der hat beim letzten Mal schon stark geölt. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist. Hilfe, ich fall um. Da kommt neuer Beton. Super. Einen wunderschönen guten Mittag von der Werkstatt. Wir machen heute nicht am Mazda weiter, sondern ich mache hier vorne am Kabuff weiter. Und zwar habe ich mir jetzt schon mal grob alles hingeräumt, was ich brauche. Ich brauche jetzt tatsächlich nur den Bohrhammer und werde erstmal alles ausstemmen heute, um diese Woche vielleicht sogar noch ein bisschen Betonarbeiten zu machen. Nächste Woche soll es nämlich schön werden. Und wenn wir da 5-6 Grad haben, dann wäre das ideal, dass wir hier dann gleich die Nivelliermasse drauf machen. Ich werde mir da am besten zwei von den Jungs hier schnappen und die helfen mir dann. Und dann machen wir die Fläche hier, also wo das neue Kabuff dann erstmal kommt, dass wir die erstmal komplett ausgleichen, ausgenommen natürlich vom Schacht und hinten von der Dusche. Ich muss dann nochmal grob gucken, wie viel Material ich brauche. Ich werde wahrscheinlich dann noch ein paar Säcke besorgen. Ich habe das Gefühl, wir brauchen nämlich mehr, als ich jetzt habe. Und das wäre blöd, wenn wir dann voll dabei sind, ja, alles vorbereitet und dann gießen wir das aus. Dann ist irgendwo eine Ecke, die dann nichts abbekommt. Also das wäre wirklich doof. Ich hoffe auch, dass Chris seinen Bohrhammer durchhält. Das geht hier nämlich dann weiter mit Sand bzw. Sandstein gemischt. Das ist hier ganz kriminell, der Boden. Da sind wahrscheinlich aber auch verschiedene Schichten aus verschiedenen Jahrhunderten gefühlt. Dementsprechend lege ich los. Wir haben ja schon Mittwoch. Wenn ich diese Woche noch was schaffen will, dann muss ich jetzt anklotzen. Auf geht's. Ja, aktueller Zwischenstand sieht jetzt so aus, ja, sehr unfertig und das ist es auch. Ich habe jetzt erstmal die einmal ins Auto geladen, die ich jetzt hatte, den restlichen Schutt, also diese riesen Platten hier, die habe ich jetzt erstmal hier in den Anhänger getan. Ich bringe jetzt erstmal nicht alles weg, ich erkläre euch auch warum. Und zwar, ja, hier wo das jetzt aufgerissen war, da war schon ein Riss. Das heißt, der hat sich jetzt dann einfach freigesetzt. Ich habe überlegt, ob ich diesen Bereich, wo das Bad hinkommt, auch noch rausnehme, tiefer setze dann mit Estrich, damit dann die Fliesen auch ebenerdig sind und ich keine Kante dann zu den restlichen Räumen habe. Hinten in der Dusche wollte ich das sowieso machen. Dementsprechend wäre dieser Bereich eh rausgenommen worden und nur hier vorne wäre stehen geblieben. Also nochmal eine relativ große Fläche. Ihr habt es schon mitbekommen, der Beton ist sehr unterschiedlich dick und an manchen Stellen ist er halt wirklich so und an manchen Stellen ist er halt nur so. Und gerade am Rand lässt es sich dann relativ einfach rauskloppen. Da ist nämlich meistens viel zu wenig, also ich weiß nicht, seht ihr das? Das sind vielleicht 1-2 cm. Das ist halt nichts. Keine Ahnung, wer das mal gemacht hat. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist der Beton an einigen Stellen so dick, dass der Bohrhammer von Chris, dem geht ein bisschen die Puste aus, sage ich mal.
Und mir auch, wenn man halt ewig lange, minutenlang an einem Stück halt nur am Kloppen ist und da überhaupt nicht vorankommt, das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Dementsprechend bringe ich jetzt die Eimer weg und hole mir bei Böls wahrscheinlich, leih mir bis morgen mal einen kräftigen Bohrhammer aus, so einen Stemmhammer. Und werde dann erstmal den Rest ausstimmen. Und dann bringe ich alles nochmal zusammen weg. Ich hoffe, dass ich das dann mit einem vernünftigen Bohrhammer bis morgen alles hinbekomme. Dann ist das nämlich wieder ein Weg. Bringe ich jetzt schon mal ein bisschen was weg, hole den Bohrhammer, mache dann hier alles dem Erdboden gleich. Ist so, wie es ist. Dann muss ich halt nochmal so ein Ding ausleihen. Wie gesagt, das ist sonst eine ganz schöne Quälerei. Ich mache mich erstmal los und dann sehen wir uns gleich hier wieder. Nimm das, Betonboden. Und ich hab mich so rumgemacht. Das geht ja in Sekunden. Naja, dann machen wir eben so weiter. Auf geht's. Ich wollte gerade anfangen zu schachten und habe jetzt hier schon mal ein bisschen frei gemacht. Aber da kommt neuer Beton. Super. Ich werde mal eine Probebohrung machen, wie tief das ist. Und dann muss ich hier weiter aufstellen. Toll. Den Abbruch haben wir euch vorhin zurückgebracht. Also damit kann ich nie mehr arbeiten. Ja, besonders tief ist es nicht, aber in Anbetracht der Tatsache, dass ich da jetzt nochmal aufstemmen muss, überlege ich nochmal ganz genau, wo ich was hinstelle, damit ich jetzt nicht unnütz irgendwo einen Schacht lege. Macht ja auch keinen Sinn, wobei ich gucken muss, dass ich die Leitung da überhaupt, dann muss ich an den Stellen wahrscheinlich auch nochmal aufbrechen. Ja. Alles irgendwie blöd, weil es ist halt nicht so viel Raum, es ist quasi nur so 6-7 cm Beton und dann kommt ein bisschen Sand und dann kommt schon wieder Beton. Ich dachte, das ist jetzt Erde. Ich mache jetzt mal was anderes und plane zu Hause nochmal ganz genau. Ja, ich hätte heute gerne mehr geschafft. Hat sich jetzt dann doch nicht ergeben, ist auch schon ein bisschen später. Moment. Kurz vor 9. Ja, passiert. Ich könnte noch weitermachen. So, also ich müsste jetzt noch nicht nach Hause fahren, aber
zwei Sachen. Und zwar, erstens ist mir jetzt das Material ausgegangen. Also hier oben diese Kabelbahn, die ich jetzt zumindest hier an der Seite schon mal fertig habe, was erstmal schön ist, freut mich schon mal. Die liegen drüben in meinem Lager und da geht aktuell das Tor nicht. Das heißt, da komme ich jetzt nicht ran, was dann quasi für mich bedeutet, dass ich jetzt erstmal Feierabend mache. Ist dann halt so. Dann geht es nächste Woche weiter. Hier vorne, das wäre Licht. Hier vorne habe ich auch aufgehört, aus dem einfachen Grund. Hier ergeben sich irgendwie jeden Tag neue Dinge und dann nehme ich hier wieder was weg. Dann ist jetzt hier auf einmal ein zweiter Boden, nachdem hier 5 cm Sand weggenommen ist. Dann kommt hier wieder ein Betonboden, etwa nochmal die Dicke wie der, den ich jetzt schon weggekloppt habe. Und ja, da hinten habe ich festgestellt, hier, diese Wand. Ich weiß nicht, sieht man das? Dass sie so einen übelsten Bogen macht? Und am Ende der Umbaumaßnahmen soll hier natürlich eine gerade Wand stehen. Das Problem ist, hier unten habe ich natürlich, oder hier irgendwo habe ich gemessen. 50 cm. So. Kein Problem. Stell mal Küchenmöbel hin, dann gehen die irgendwie bis, sagen wir mal, hier. Jetzt ist aber das Problem, ich verliere hier oben, hier, gute 10 cm. Das heißt, die Küchenmöbel stehen nicht bis hier, sondern die stehen bis hier. Dass hier einfach die Tür nicht mehr aufgeht oder überhaupt keine Tür mehr reinpasst. Ich wollte es ja eigentlich zweigetrennt machen. Jetzt überlege ich schon, das Ganze nochmal umzudenken und das Bad doch als ein Bad zu machen. Dann wird es wesentlich größer, wesentlich offener. Zum Glück habe ich noch nichts bestellt. Das ist gerade mein großer Vorteil. Ich habe noch nichts bestellt. Das heißt, ich muss auch nichts zurückschicken oder mich jetzt nach den Sachen, die ich bestellt habe, richten. Aber gut. Ja, trotzdem muss ich es ja irgendwie planen. Und ich überlege mir jetzt übers Wochenende erstmal nochmal einen Schlachtplan, wie ich dann weitermache. Werde dann nächste Woche auf jeden Fall weitermachen. Das seht ihr dann aber erst in 2 Wochen wieder. Ich mache das jetzt im 2-Wochen-Rhythmus, einfach damit ich ein bisschen mehr Material sammle und vor allem auch, dass ich mein neues Format mit dem Mazda, also mit unserem Projektauto, das da hinten steht, das kommt dann quasi in der, also so A- und B-Woche mäßig. Also diese Woche seht ihr Werkstatt-Vlog, wirklich Werkstatt-Umbau. Und nächste Woche seht ihr dann, da geht's am Mazda weiter. Ich schaff's leider nicht, 3 Videos pro Woche rauszuhauen. Das überfordert mich dann doch. Ich kann nicht Aufbereitung machen, Umbau und Mazda-Projekt und dann auch noch diese ganzen Videos, Instagram etc. pp. Ja, nimmt halt Überhand. Irgendwann will man ja auch mal einen Tag frei haben. Also ich mache das ja alles noch alleine, deswegen bleibt halt alle Arbeit an mir hängen. Ich kann es niemandem in die Schuhe schieben, hat auch sein Gutes, ne? Ja, aber ich mache jetzt erstmal einen Plan, mache dann auch hier nächste Woche weiter. Nichtsdestotrotz, ich mache jetzt auf jeden Fall erstmal Feierabend. Auch mit dem Video. Wir sind am Ende des Videos angelangt. Danke, dass ihr bis hierher geschaut habt. Wenn euch das Video gefällt, der Werkstattblog gefällt, drückt auf Like. Drückt vor allem auch auf Abonnieren. Viele haben noch nicht ein Abo. Und freut euch auf das nächste Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Oh, ich bin komplett durchgeschwitzt. Ganz schön anstrengend, das den ganzen Tag zu machen. Den ganzen Tag den Bohrhammer so zu halten. Obwohl hier ja nur 1-2 Grad drin sind. Moment. Okay, hier sind 3. Aber direkt neben der Tür werden wahrscheinlich nur 1-2 Grad sein. Trotzdem super anstrengend und ich glaube mit den 3 Jacken, das war eine zu viel. Da hätte eine auf jeden Fall weggekonnt. Jetzt sind 2 oder bis zur dritten bin ich durchgeschwitzt. Das kann es keinem antun. Deswegen ziehe ich mich jetzt um und fahre nach Hause. Morgen geht es dann weiter.